Moin moin Freunde und willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Risen hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, im letzten Part, ich habe das nochmal nachgespielt, was ich durch Quick Load und Quick Save verkackt habe. War nicht so viel. Wir haben mit dem Edgar gesprochen und dem ehemaligen Chef dieser Stadtwache, die vorher diese Stadt, ja, beaufsichtigt haben, bevor die Weißen mit dem Orden hier herkamen. Und in diesem Part werden wir mal den Rest der Hafenstadt erkunden. Also ich weiß es nicht, ob es der Rest ist, aber Schlösser knacken verstehe ich nicht. Natürlich. Wir versuchen mal das Beste, ne? Gary, wer bist du denn hier vom Pokémon? Hey, ich bin Gary. Ich arbeite für Leonardo. Kannst du mir die Grundlagen der Alchemie beibringen? Klar. Leonardo hat mir einiges beigebracht. Allerdings zahlt er mir keinen Lohn. Also denke ich, dass eine kleine Spende angebracht ist. Mit 50 Goldmünzen bist du dabei. Ja, 50 Goldmünzen will ich erstmal nicht ausgeben. Aber schauen wir mal, vielleicht wird das ja noch was. Verkaufst du Tränke? Das ist mein Geschäft. Irgendwann will jeder mal einen Trank, egal ob Schläger oder Bauer. Bis auf diese Geizknochen, die bei jeder Verletzung ins Bett gehen. Kannst du mir auch was über Alchemie beibringen? Grundsätzlich schon. Aber? Ich werde meine Kunst nicht an jeden verschwenden. Ich unterrichte dich nur, wenn du die Grundlagen der Alchemie beherrschst. Wow. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Alchemie 1. Unterrichte mich in der Alchemie. Nein, nein. Ich habe dir gesagt, dass du dir die Grundlagen der Alchemie woanders holen musst. Komm wieder, wenn du dein Wissen verfeinern willst. Frag meinen Lehrling, Gary. Gary, ernsthaft? Und? Wie läuft das Geschäft? Du kannst dir sicher denken, dass ich aufgrund der aktuellen Situation keine Pflanzen mehr bekomme. Momentan verbrauche ich meine Vorräte. Aber wenn weiterhin niemand die Stadt verlassen darf, kriege ich ein Problem. Welche Pflanzen brauchst du? Heilpflanzen. Kraut, Pflanze und Wurzel. Und was zahlst du? Ich bezahle dich nicht mit Gold. Du kriegst von mir einen Trank. Das muss aber schon was richtig Gutes sein. Ich gebe dir dafür einen Trank der Lebenskraft. Der macht dich widerstandsfähig und zäh. Und versuch nicht, mir mit ein paar ausgerissenen Kräutern zu kommen. Ich brauche viel. Dann sag mir, was du haben willst. 10 Heilkräuter, 5 Pflanzen und 2 Wurzeln. Ich sehe mal, was ich tun kann. Gut. Wenn du was kaufen willst, ein paar Tränke habe ich noch. Okay. Hast du noch Tränke? Rezeptur, Fläschchen Heilkraut. Ich habe eine Wurzel, eine Heilpflanze und 9 Heilkraut. Ich muss echt irgendwann mal aus der Stadt rauskommen. Wo kann ich die Grundlagen lernen? Sprich mit meinem Gehilfen Gary. Ja, ja, ja. Oh, warte mal. Oh, hier war ich, glaube ich, schon mal, ne? Ja, hier war ich schon mal. War ich hier aber auch schon? Ja. Gut, dann wird die Truhe entweder verschlossen. Beim Schlösserknacken ja. Verstehe ich nichts. Gut. Das ist gut zu wissen. Mit Gary muss ich mal reden. Echt 50 Gold, wie viel hatte ich denn nochmal? Ich glaube, ich hatte recht. Oh, hier wird es nachher interessant. Wie viel Gold hatte ich denn? Ja, komm, 1300. Ganz ehrlich. Da kenne ich nichts. Hier ist deine Spende. Gut, wir können anfangen, wenn du bereit bist. 5 Lernpunkte, okay. Zeig mir die Grundlagen der Alchemie. Ich kann dir aber nur zeigen, wie du kleine Tränke herstellst. Mehr hat Meister Leonardo mir nicht beigebracht. Fang endlich an. Eigentlich ist es ganz einfach. Du musst die Pflanzen am Alchemietisch in einem Kolben erhitzen und anschließend in ein Fläschchen abfüllen. Woher weiß ich, welche Pflanzen ich brauche? Das steht im Rezept. Das brauchst du nämlich auch. Rezepte musst du dir wahrscheinlich kaufen. Wow, gut. Dafür habe ich 50 Gold ausgegeben. Nice. Gut, wir haben noch nichts von den Kräutern, also wirklich noch gar nichts. Da müssen wir wohl abwarten. Also wir werden auf jeden Fall nochmal in die Hafenstadt zurückkehren müssen. Jetzt nicht. Wahrscheinlich. Okay, hallo. Was ist? Marcello. Sieh an, ein neues Gesicht. Willkommen im Händlerviertel. Ich hoffe für dich, dass du wegen eines Auftrags hier bist.
Heißt das, du hast auch einen Auftrag für mich? Es gibt tatsächlich eine Sache, bei der ich deine Hilfe in Anspruch nehmen will. Worum geht's? Die Banditen halten sich bedeckt, aber sie gehen trotzdem ihren schmutzigen Geschäften nach. Erzähl mal was Neues. Wiesel ist einer von ihnen. Er sitzt den ganzen Tag nur auf einer Bank. Das ist nicht verboten. Wiesel ist hier kein Unbekannter. Er hat früher Schutzgeld von den Händlern kassiert. Und? Was soll ich tun? Ich brauche einen Beweis, damit ich gegen ihn vorgehen kann. Sprich mit ihm. Freunde dich mit ihm an. Tu, was immer notwendig ist, um sein Vertrauen zu gewinnen. Die Hauptsache ist, du bringst mir einen Beweis. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Gut. Gut. Wiesel, bist du Wiesel? Nee, du bist Toni. Hallo. Psst, mach nicht so ein Aufsehen. Sonst werden wir beide noch verhaftet. Was ist denn los? Psst, nicht so laut, Mann. Die weiße Wache da hinten wird schon aufmerksam. Wenn Hernandez mitkriegt, dass ich das Haus des alten Don beobachte, kriegt er mit Sicherheit das große Flattern. Du bist im Auftrag des Don unterwegs? Du kannst Fragen stellen, Mann. Ja, ich habe einen Auftrag von Esteban und er wird äußerst ungehalten, wenn ich nicht tue, was er sagt. Wie du siehst, könnte ich Hilfe gebrauchen. Die Weißen machen dir ganz schön zu schaffen, was? Ja, Mann. Hernandez, der Mistkerl, hat es sich da am Eingang so richtig schön gemütlich gemacht. Es scheint so, als würde er den Rest seines Lebens da als Wachposten verbringen wollen. Verdammt. Und ich sitz hier draußen bei Wind und Wetter wie so ein Arsch. Okay. Was genau ist dein Auftrag? Im Haus befindet sich ein altes Familienerbstück des Don. Es ist ein goldenes Amulett. Wenn es die Weißen in die Finger bekommen, bin ich geliefert. Jeden Krümel Gold bringen die Weißen in die Vulkanfestung. Esteban wird mich umbringen, wenn das Amulett dahin gebracht wird. Du willst die Weißen bestehlen? Was heißt hier bestehlen, Mann? Wer hat sich denn fett in die Stadt gesetzt und macht hier schlechte Luft, hä? Das Haus und alles, was darin ist, gehört Don Esteban. Ich soll ihm zurückbringen, was ihm sowieso schon gehört. Wo genau soll das Amulett sein? Esteban sagte was von einem geheimen Raum, den man angeblich über einen versteckten Schalter hinter einem Bild öffnen kann. Aber ich frag mich, wie man diesen Raum in dem riesigen Haus finden will, während die Weißen da herumschwirren. Erzähl mir mal ein bisschen über das alte Haus des Don. Es ist der riesige Bau da drüben. Die Weißen sind den ganzen Tag im Haus. Ich habe sie es selten verlassen sehen. Wenn man da einbrechen wollte, müsste man das schon nachts machen. Dann schlafen einige von ihnen. Ich werde dir das Erbstück beschaffen. Gute Idee, Mann. Hol mir das Ding, aber mach keinen Scheiß damit. Esteban wird mich töten, wenn es Hernandez in die Hände fällt. Wie willst du denn an den Weißen vorbeikommen? Das überlege ich mir unterwegs. Na gut, ich warte hier. Ist klar, weißt du, er vertraut einfach so einem Fremden, der sagt, ja, ich besorg dir das Ding. Was gibt's? Nichts. Kann ich hier unten einfach laufen? Was geht denn hier unten? Was ist das denn hier für ein Trakt? Muss ich hier überhaupt schleichen? Hier kommt noch ganz regulär hin, ne? Wo bin ich denn hier? Okay, wo geht's hier hin? Interessant. Interessant. Ein Bogen. Nice. Was man hier nicht so alles auf dem Weg findet, war ein paar Pfeile schon. Guck mal, und wir hätten uns vorhin den Bogen da, oder wir hätten uns schon früher einen Bogen kaufen können, einen Kurzbogen. Jetzt haben wir einen gefunden. Packe ich den mal auf die 2, wa? Jetzt können wir auch die 126 Pfeile mal endlich benutzen. Hier haben wir einen schönen Bogen. Können wir schön auf Tiere schießen. Oder auf Gegner aus der Entfernung. Gut, Hernandez, der will sein komisches Erbstück vom Don. Da ist das Haus des Dons, interessant. Und wir wissen alle, dass wir zu Hernandez gehen müssen. Tut mir leid, Toni, aber ich verstehe nicht, warum ihr uns einfach so vertraut, wenn wir sagen, ja gut, ich hol das Ding. Hier ist eine Wache. Komm, lass mich durch. Nee. Das kriegen wir anders hin. Ich gehe mal zu Hernandez. Ist das Hernandez? Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Was spazieren wir denn hier herum, hm? Ich hoffe, du hast dich nicht verlaufen, was? Ich wusste nicht, dass der Zutritt hier verboten ist. Ja, ja, schon gut. Geh weiter. Ich stehe hier schließlich nicht zum Spaß. Außerdem kenne ich dich nicht. Du könntest ja vom Don geschickt worden sein. Hattest wohl schon öfter Probleme mit den Jungs vom Don.
Natürlich. Die warten doch nur auf eine Gelegenheit, um uns Ordenskrieger wieder loszuwerden. Schau dir doch einfach mal den Burschen da drüben auf der anderen Seite der Straße an. Sein Name ist Tony. Der glaubt wirklich noch, dass ich nicht merke, dass er uns schon seit Tagen beobachtet. Ich wette mit dir, der wartet nur auf eine Gelegenheit, in unser Haus einzubrechen. Mir wäre wohler, wenn der Typ endlich verschwinden würde. Ja. Ich werde dir bei deinem Problem mit Tony helfen. Oh, gute Idee. Ich kann seine dämliche Visage nicht mehr sehen. Obwohl, mich würde ja schon interessieren, was er hier eigentlich sucht. Tony will etwas aus diesem Haus stehlen. Ha, ich wusste es. Und was will er stehlen? Angeblich hat er den Auftrag, ein Familienerbstück des Don aus dem Haus zu holen. Ein Amulett. Ein Erbstück? Wen interessiert denn sowas? Es ist aus Gold. Ah, das ist etwas anderes. Nur haben wir das ganze Haus schon auf den Kopf gestellt. Aber ein goldenes Amulett haben wir nicht gefunden. Und wenn wir es nicht finden, ist da auch nichts. Gut. Ich werde dir das goldene Amulett besorgen. Tatsächlich. Ja, wenn Tony das Amulett des Don nicht kriegt, wird er von alleine wieder verschwinden. Kann schon sein. Aber dazu müsste es überhaupt noch in diesem Haus sein. Und das ist es nicht. Und wenn doch? Du Großmaul, du glaubst wirklich, dass deine Augen besser sind als unsere, ja? Ja. Dann geh rein und überzeug dich selbst. Da ist nichts. Aber mach keinen Unsinn, klar? Wir behalten dich im Auge. Nice, danke. Ich hörte, ihr haltet einen Schatzsucher gefangen? So ist es. Und er wird auch weiterhin in diesem Haus bleiben. Es sei denn, der Mistkerl redet. Wegen eures gefangenen Schatzsuchers. Was genau werft ihr ihm vor? Der Kerl ist ein Verbrecher. Er wird hierbleiben, bis wir die 3 Goldschalen haben, die er versteckt hält. Carrasco hat mich angewiesen, den Gefangenen so lange hier zu behalten, bis wir die Schalen in unseren Händen halten. Wie könnte ich dich dazu bewegen, ihn freizulassen? Du willst mich da wohl nicht etwa bestechen, oder? Das wirkt bei mir nicht. Du wirst dich so lange gedulden müssen, bis ich eine Nachricht von Carrasco bekomme. Erst wenn die Sache mit den 3 Goldschalen geregelt ist, werde ich Olf wieder freilassen. Gut, das regle ich. Aber ich darf da jetzt rein, oder? Erst nochmal quicksafen. Jetzt nicht. Okay. Okay, okay. Okay. Was passiert denn, wenn ich jetzt die Goldmünzen da nehme? Finger weg! Du brauchst wohl Schläge! Ja, okay. Ist ja gut, ist ja gut. Hätte ich mir auch denken können, wa? So, wer ist denn das? Du, das ist gerade ganz schlecht. Gut. Ihr sucht aber auch hier echt gut durch, ey. Moment mal. Hat der das gesehen mit den Goldmünzen? Fuck. Ah, die kann ich bestimmt irgendwann eines Tages dann noch mitnehmen. Wie gesagt, bei Nacht sollen die ja ein bisschen schlafen. Okay, die nehmen ja hier echt... Die suchen ja hier alles gut durch, ne? Ein paar Sachen findet man hier schon im Haus des Dons. Wow, das sind ja echt gute Ermittler hier. Das ist auch schon ein bisschen her, seitdem ich wieder aufgenommen habe. Über eine Woche ist es her. Und ja. Ganz drin war ich nicht mehr, aber ich habe mich nochmal aufgefrischt, meine Gedanken. Und hinter irgendeinem Bild soll ein Geheimgang sein, ne? Hier ist ein Thron. Okay. Und da ist ein Bild. Bild. Nee, da ist es nicht. Interessant. Da irgendeinem Bild. Hauptsache er hat eine Wasserpfeife hier. Da ist es auch nicht wahrscheinlich. Wird es dann hier sein oder oben? Hier ist es auch nicht. Das Bild müsste auf meiner Höhe, glaube ich, sein, oder? Oh, welches Bild ist es denn? Da komme ich nicht ran. Nee. Okay. Was jetzt? Alter, ein bisschen buggy gerade. Hier, war hier was? Ne, hier war auch kein Bild. Dann wird das Bild wohl oben sein, wa? Da, wo Wolf ist wahrscheinlich. Da sitzt er. Aber schauen wir uns hier nochmal genau um. Schön Heiltränke mitnehmen, das ist doch nice. Schatzträume. Schlösser knacken verstehe ich natürlich nicht. Oh Mensch. Bin ich froh, wenn wir endlich Schlösser knacken können, ey. So.
Was haben wir hier noch für einen Raum? Ah, hier ist ein Bild. Auf unserer Höhe? Nee, das scheint es auch nicht zu sein. War da gerade eigentlich ein Bild drin irgendwo? Nee, hier war gar kein Bild drin, ne? Okay. Wo ist denn der eine Busch hier überhaupt denn? Der Typ da. Ah. Was gibt's? Nichts. Ist gut. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Natürlich. Okay, da kriegt's nicht mit, dass wir uns hier schön alles einstecken. Oh, Dietrichen, nice. Und hier diese Flügeldinger von den Motten. Darf ich eigentlich an den Schrank hier ran? Ist mal so penibel gefragt. Oh, Tatsache. Oh ja, gar nicht schleichen. Gut. Gibt's was Wichtiges? Die lassen wohl die Lumpensachen für uns armen Leute über. Reden wir doch mal mit Ulf, dem Dritten. Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schlaumeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen gehalten werde, versteht sich. Okay. Kannst du mir was Kannst beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du mit deiner Spitzhacke Erz schürfst. Ich dachte, du bist Schatzsucher. Ob du eine versteckte Wand einhackst oder Erz schürfst, ist alles das Gleiche. Nice. Ja, das will ich auch Zeig wissen. Zeig mir, wie man schürft. Auf jeden Fall will ich schürfen lernen, ey. Zeige mir, wie man schürft. Zunächst einmal musst du erkennen, wo überhaupt Erz zu holen ist. Es bringt ja nichts, wenn du auf die nächstbeste Felswand einschlägst und da gibt es gar nichts. Wie erkenne ich ein Erzvorkommen? Das Gestein glitzert und die Gesteinsstruktur ist anders. Häufig gibt es Erzblasen, die wie Pickel an einer Felswand hängen. Nimm die Hacke in beide Hände und schlage geradezu. Das ist ganz wichtig. Die Spitze muss gerade auf das Vorkommen treffen, sonst zersplittert das Gestein und es ist wertlos. Jetzt bist du natürlich noch lange nicht so gut wie ich. Aber mit ein bisschen Übung steht dir nun eine große Zukunft als Schatzsucher offen. Nice, das ist gut, dass wir jetzt Erze schürfen konnten. Okay, Was hast du denn verbrochen? Die Weißen sind heiß auf drei sehr wertvolle Artefakte aus den emporgestiegenen Tempeln. Es sind drei seltene Goldschalen. Eine davon habe ich versteckt. Die Weißen wollen, dass ich ihnen verrate, wo. Außerdem soll ich ihnen sagen, wer die anderen beiden Schalen hat. Da können sie lange warten. Solange sie mich nicht angemessen dafür bezahlen, sage ich denen gar nichts. Was willst du für die Goldschale haben? Endlich mal jemand, der meine Sprache spricht. Gib mir 200 Goldmünzen und wir kommen ins Geschäft. Nee. Du bist also einer der besten Schatzsucher der Welt, ja? Sicher. Meine Brüder und ich, wir haben's einfach drauf. Verstehe. Du bist einer der Drillingsbrüder. Ihr seid aber sehr von euch überzeugt. Denk doch, was du willst. Es ist die Wahrheit. Schon als Kinder konnten wir mit Schaufel und Spitzhacke besser umgehen als alle anderen. Man könnte sagen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Meine Brüder und ich sind bisher noch niemandem begegnet, der mehr aus der Erde geborgen hat. Und wir sind schon sehr weit herumgekommen. Das kann ich dir sagen. Für wen arbeitet ihr, Drillinge? Wir sind unabhängig. Wir arbeiten für den, der am besten zahlt. Ob Don oder Inquisitor ist uns egal. Wir suchen nach Gold, Gefahr und Herausforderungen. Und das als Schatzsucher? Ja, ja. Spotte du nur. Wenn du glaubst, dass nur die Kämpfer ihr Leben riskieren, dann hast du dich geschnitten. Die Höhlen und Ruinen dieser Insel sind tückisch und mordsgefährlich. Was nehmt ihr denn so für eure Arbeitskraft? Im Moment würden wir jeden Job annehmen. Also, wenn du einen guten Job für uns hast, dann lass es uns wissen. Doch dazu müsstest du uns aus der Stadt schaffen. Ach ja, und die Kleinigkeit mit den Weißen hier müsstest du regeln. Du müsstest Hernandez davon überzeugen, mich gehen zu lassen. Sonst wird das nichts. Das kriege ich hin. Ich werde euch aus der Stadt bringen. Großartig. Das hört sich vielversprechend an. Dann kümmere dich erstmal um die Weiße Wache am Eingang. Wenn Hernandez mich nicht gehen lässt, komme ich hier nie raus. Ja, das schaffe ich auch. Deine Brüder sollten wissen, was du vorhast. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Am besten sagst du ihnen, dass sie zu unserem Treffpunkt gehen sollen. Sie wissen dann schon, was ich meine. Okay. Okay, ich schicke deine Brüder zu eurem Treffpunkt. Alles klar. Ich wette, du wirst die beiden in irgendeiner Kneipe in der Gosse oder am Hafenkai finden. Na, ich weiß ja, wo die sind. Wie überzeuge ich Hernandez davon, dich freizulassen? Tja,
Du weißt ja, warum sie mich hier festhalten. Sie wollen die 3 Goldschalen. Und was soll ich jetzt machen? 3 Brüder, 3 Goldschalen. Der Rest ist deine Sache. Hauptsache, du ziehst die 3 Schalen aus dem Verkehr. Wie zieht man 3 große Goldschalen aus dem Verkehr? Erstmal musst du die Dinger haben. Und dann verkaufst du sie an jemanden, der die heiße Ware aus der Stadt herausschaffen kann. Was ist, wenn die Weißen sie kriegen? Wie auch immer. Es bleibt dir überlassen, was du damit machst. Hauptsache, die Schalen sind weg. Sag mir, wo deine Goldschale versteckt ist. Oder du wirst hier vergammeln. Vergiss es. Erstmal wirst du mir dieses Wissen bezahlen. Ich dachte, du willst hier raus. Aber nicht um jeden Preis. Dann bleibe ich lieber hier sitzen. Gut zu wissen. 200 Goldscheine hast du gesagt, ne? Ja gut, 200 Goldstücke für die Goldschale, so rum. Ich bin mir sicher, das kriege ich anders hin. Was ist los? Nichts, denn ich habe beim Schneiden eines Parts, beziehungsweise beim Rendern eines Parts, was entdeckt. Ich möchte mal eben gucken, was ich im Inventar für Zaubersprüche habe. Habe ich denn starke magische Illusionen erschaffen? Nee. Aber ich weiß, dass der eine... Wir gehen nämlich nochmal eben zum Leuchtturm hier. Und die 200 Gold können wir uns sparen. Lass uns handeln. Ich möchte mit dem Jack mal eben handeln. Und ich bezahle nur 100 Gold dafür. Was ich eigentlich einen guten Deal finde. Verkaufe hier den Goldkram, den ich hier habe. Die Flügel brauche ich glaube ich nicht. Aber ich behalte sie erstmal. Die beiden Muscheln. Guck mal, da sind wir schon auf plus minus 0 gekommen. Ja, das sieht doch ganz gut aus, ne? Ja. Kann man so lassen? Kann man so lassen. Handeln, genau. Das gleicht sich alles aus. Denn, Leute, schaut mal dahin. Und das habe ich tatsächlich im Let's Play, habe ich einmal kurz nach oben geguckt, nicht gesehen. Und wenn ich jetzt Telekinese benutze, zack, habe ich die Goldschale. Und so habe ich plus minus 0 gemacht und 200 Gold gespart. Wenn wir jetzt aber schon mal auf dem Weg sind, hole ich jetzt die anderen beiden Brüder, oder geht zu den anderen beiden Brüdern nehmen, zum Bart und zum Dütan hieß er, glaube ich, ne? Und schau mal, was sich da so machen lässt. Hallo, Rodriguez. Und ich gehe dann zu Dingens. Wie hieß er? Da ist Dütan hieß er, genau. Dein Bruder Ulf sagt, ihr sollt euch bei eurem Treffpunkt sammeln. Gute Sache. Bin unterwegs. Zu Kajaska gehe ich dann mit den 3 Goldscheinen. Okay, mit Patty können wir nichts anderes bereden. Der geht jetzt zum... Ja. Zum Treffpunkt der Drillingsbrüder. Das sage ich Bart jetzt auch nochmal. Bart war ja da hinten in dieser einen Kneipe. Wenn wir jetzt hier links runtergehen. Was ist eigentlich mit Flavio? Hallo Flavio. Was hast du denn? Ich brauche ein paar Sachen. Genau, hier hätten wir diesen Kurzbogen kaufen können. Ich erinnere mich. Alter, was wir dem alles verkauft haben, wa? Meine Fresse. Gut, ab zu Bart. Schön abgerollt. So macht das. So macht man das. Hallo Bart. Dein Bruder Ulf schickt mich. Ihr sollt euch an eurem Treffpunkt sammeln. Ah, sehr gut. Das bedeutet, dass er vielleicht einen neuen Job für uns aufgetrieben hat. Danke für die Nachricht. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Sehr schön. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal zu Kajaska. Huch. Okay. Das war nicht geplant, aber egal. Mich würde ja mal interessieren, wo die sich treffen. Müsste ich dem jetzt hinterherlaufen, ne? Aber dafür ist mir die Zeit jetzt zu schade. Ich gehe zu Kajaska, bringe ihm die 3 Goldschalen und gebe ihm die. Haben wir nochmal für den Orden gearbeitet. Na, Buddy? Du hast doch bestimmt noch was vor. Ja. Hey, Kajaska. Nee, Carrasco hieß der. Wie hieß er? Carrasco. Hier, ich habe deine 3 Goldschalen gefunden. Na sowas. Ich bin sehr beeindruckt. Hätte nicht gedacht, dass du die Artefakte noch abfängst, bevor sie beim Don im Banditenlager landen. Ich werde Kommandant Carlos von deiner Tat erzählen. Nur weiter so, dann wirst du es noch sehr weit bringen. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Du kannst dir was aussuchen. Wow. Gib mir die Mana-Tränke. Ganz wie du willst.
Naja, ob ich jetzt Mana trinke oder diese Witzrolle. Ich habe ja schon zwei von den Witzrollen. Und bisher haben wir es uns ja noch nicht so verscherzt mit jemandem hier. Oh, Moment, eine Heilwurzel? Okay, die habe ich ganz übersehen. Davon haben wir jetzt schon mal zwei. Gut, jetzt brauchen wir noch vier von den Pflanzen und ein Heilkraut. Hast du da wohl schon mal nachgedacht? Wird doch bestimmt irgendwie ein Händler hier verkaufen, wa? Gut, gehe ich mal ihm zu Olf und sag Bescheid. Und dann hoffe ich, dass Carrasco dem guten Hernandez erzählt hat, dass alles da ist. Ach, da treffen die sich, die drei, okay. Und dass Olf hier endlich raus kann. Aber erstmal gehe ich zu Olf und rede mit Olf. Oder dass Olf da endlich aus dem Haus raus kann. Wie ist Olf da überhaupt reingekommen? Wahrscheinlich wollte er das Ding selber da ausnehmen, wa? Hey, Hernandez. Erstmal gehe ich zu Olf. Wir reden gleich noch. So, hi Olf. Deine 200 Gold tut mir leid. Frag jemand an. Suchst du wen? Okay, jetzt kann ich nicht mehr mit ihm reden. Alles klar. Ich habe gedacht, ich kann ihm noch sagen, ey, wir haben dich reingelegt. Oh Mann, ich habe den ein bisschen über den Tisch gezogen, ja. Schade eigentlich. Wegen eures gefangenen Schatzsuchers. Die sind voll nett, die drei. Die Sache mit Carrasco und den Goldschalen hat sich erledigt. Du kannst den Gefangenen wieder freilassen. Ach, ist das so? Ja, ich habe Carrasco die Goldschalen gegeben. Na schön. Da gibt es wohl keinen Grund mehr, Olf noch weiter festzuhalten, was? Keinen, der mir einfällt. Nein. Okay, du hast mich überzeugt, ich werde Olf freilassen. Warte hier. Er wird zu dir nach draußen kommen. Olf, komm raus! Hier will dich jemand sprechen! Gut, wo ist er denn, der Olf? Ah, der kommt jetzt runter, oder was? Ah, da kommt er tatsächlich. Ich hab genügend eigene Sorgen. Ja, chill. Hi, Olf. Die Weißen werden dich nicht mehr festhalten. Du bist frei. Ja, klasse. Ich danke dir. Das hast du gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch die Stadt verlassen. Ich gehe so lange zum Hafen, Kai. Dort werde ich hoffentlich meine Brüder treffen. Wenn du uns aus der Stadt herausführen kannst, dann lass es uns wissen. Kontrolliere aber vorher, ob der Weg auch wirklich frei ist, ja? Wir werden dir nicht in eine Falle folgen, klar? Also, bis später. Ja, logisch. Gut, Freunde. Ich würde mal sagen, wir haben die Drillingsmission jetzt komplett geschafft. Das haben wir eigentlich gut gelöst. Und ich würde mal sagen, wir werden im nächsten Part das Haus nochmal unter die Lupe genau nehmen. Weil ich wissen will jetzt, wo dieser Schalter hinter dem Bild ist. Und dann würde ich sagen, holen wir uns das Amulett vom Don und werden die letzten Banditen hier auch mal vertreiben, so langsam, ne? Also, bis zum nächsten Part, Freunde. Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, haut rein.